Oktoberfest, Wiesenambulanz. Es herrscht Hochbetrieb. Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken kann. Muss du nicht. Willst du dich erst hinlegen? Die Leitstelle hat uns jetzt gemeldet, dass es in einem Fahrgeschäft eine Person gibt, die nicht mehr laufen kann. Wo tut's weh? Der Fuß! Stern TV hat die Rettungskräfte einen Tag lang begleitet. Freitag, Tag 7 des Oktoberfests. Dr. Kampmann leitet die Wiesenambulanz gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Felix Jonas. Bevor es heute losgeht, noch ein kurzes Briefing mit dem Ärzteteam. Es wird sicher nachher zugehen. Aber ich habe gar keine Sorge, weil ihr seid erfahren und macht das alles schon super. Und deswegen, der Engpass wird wie immer die zwei Behandlungsräume sein. Aber das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. 12 Uhr. Auf den Wiesendoc wartet der erste Patient. Was ist Ihnen passiert? Ich habe ein Glas fallen lassen. Okay, darf ich mal sehen, bitte? Der 26-Jährige kommt aus Pennsylvania in den USA. Anreise knapp 8000 Kilometer direkt ins deutsche Fernsehen. Seine Behandlung übernimmt Ärztin Victoria Reffler. Ein netter Herr hat einen fallenden Maßkrug versucht aufzufangen und hat mit D1 hier hineingelangt, hat eine kleine Schnittwunde. Muss man mal gucken, ob die Beugesehne mit betroffen ist und dann halt schauen, ob man ihn versorgen kann. Sie sind jetzt in besten Händen. Okay. Danke. Geht das? Ja, das geht, aber ich kann meinen Daumen nicht beugen. Der Schnitt ist direkt über der Beugesehne des Daumens. Es drohen bleibende Schäden. Für den 26-Jährigen heißt es, ab ins Krankenhaus. Weite Anreise, kurze Freude. 2 Stunden hat es nur gedauert, bis ein Maßkrug dem Wiesenbesuch ein schnelles Ende gemacht hat. Heute ist mein erster Tag hier. Ich ärgere mich, dass ich ins Glas gegriffen habe, aber es tut nicht weh. Seine Frau wartet bereits vor der Tür. In Dirndl und Lederhosen geht's ins Krankenhaus. Unterdessen tummeln sich tausende Besucher auf der Theresienwiese. Nach dem feuchtfröhlichen Feiern im Zelt können sie auf dem Festgelände ihre Fahrtüchtigkeit testen. Nicht immer mit Erfolg. Okay, was haben wir für einen Einsatz? Also Mädcheneisbahn, Scherlestraße 5, kann nicht mehr laufen. Eine Intoxikation. Übersetzt, der Wiesenbesucher hatte wohl eine Maß zu viel. Sanitäter Clemens Jeckle ist medizinischer Leiter des Rettungsteams. Dank einer Bodycam sind wir bei dem Einsatz hautnah dabei. Die Leitstelle hat uns jetzt gemeldet, dass es in einem Fahrgeschäft wohl eine Person gibt, die nicht mehr laufen kann. Das Team braucht knapp 7 Minuten zum Einsatzort. Servus, verstehen Sie mich? Ja, hallo. Hallo, wir untersuchen jetzt noch ein bisschen was. Und dann schauen wir, dass wir ins Warme und Trockene kommen, zu uns auf die Wache. Sie haben gesehen, was passiert ist, oder? Ja, dann ist er niedergeschlagen. Ist er auf die Seite, auf dem Kopf? Wie ist es? Am Kopf nicht. Ich glaube, erst auf die Seite und dann eigentlich auf die Knie, oder was ist das sehen? Aber erst auf der rechte Fuß. Der rechte Fuß. Wo tut's weh? Der Fuß. Vorsicht. Der Fuß tut weh. Ja. Also, wir... Ich bewege jetzt das einmal nach vorne. Nee, geht nicht. Also Team, einmal zuhören. Hat wohl zu viel getrunken, ist deswegen wohl auch hingefallen. Es gibt Schmerzen im rechten Fuß an. Notarzt auf Analgesie, Verdacht auf Sprunggelenksfraktur. Ein Transport ist nur mit Hilfe von Schmerzmitteln möglich. Da diese nicht zur Ausrüstung des Trageteams gehören, rufen sie einen Notarzt zur Unterstützung. Gleichzeitig gibt es in der Ambulanz einiges zu tun. Dieser junge Wiesenbesucher hat sich an der Hand verletzt. Ich habe mein Glas an das Glas eines anderen angestoßen. Auf einmal geht es kaputt. Jetzt ist meine Hand kaputt. Was soll man machen? Dr. Lena Neuhaus übernimmt die Behandlung des 23-Jährigen. Für das Oktoberfest ist er extra aus Frankfurt angereist. Schade, kleine Finger. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das angucken kann. Musst du nicht. Willst du dich erst hinlegen? Alles gut. Okay. Hier vorne spürst du alles ganz normal? Ja. Okay. Mal gegen meinen Finger drücken. Ja, genau. Also da ist nicht genug Kraft. Es kann sein, dass du da entweder eine Sehne oder eine Nervverletzung hast. Der Patient muss ins Krankenhaus und dort von einem Handchirurgen untersucht werden. Aber das soll nicht das Ende der Wiesenparty sein. Je nachdem, wie lange es dauert, komme ich vielleicht nochmal her. Aber mal sehen. Ich hoffe, es ist einfach nicht so schlimm. Für mich sah es aus, als wäre mein halber Finger abgeschnitten, aber so schlimm wird es doch nicht gewesen sein. It's alright, alles gut.
Währenddessen haben andere Wiesenbesucher mehr Glück mit der Widerstandskraft ihrer Maßkrüge. In den Bierzelten herrscht ausgelassene Partystimmung. Wiesen ist immer Vollgas. Stimmung ist gut. Wiesen ist so einmal im Jahr. Die Welt spielt verrückt, aber hier ist die Welt noch in Ordnung. Ich bin extra dafür von Finnland gekommen. 16.50 Uhr, zurück auf dem Festgelände. Der Patient mit Fußschmerzen kommt per Krankenwagen ins nächste Klinikum. Sanitäter Clemens Jäckle untersucht währenddessen einen seiner Begleiter. Auch er ist offenbar gestürzt. Hinten was weh? Ja, Decke, oder? Ist dir kalt? Der 23-Jährige hat zu viel getrunken, ist völlig neben der Spur. Das Trageteam nimmt ihn mit zur Ambulanz. Hallo. Wir bringen euch männlich 23, zum einen mit einer Alkoholisierung, mit einer unklar entstandenen Gesichtsverletzung und mit einer Unterkühlung. Unter Beobachtung des Pflegeteams kann er jetzt gemütlich seinen Rausch ausschlafen. Also der Patient hat eine niedrige Körpertemperatur, deswegen kriegt er jetzt eine warme Infusion, liegt auf einer Heiztrage, hat eine Heizdecke drüber. Und wenn er sich ein bisschen erwärmt hat und vielleicht ein bisschen ausgenüchtert ist, dann werden wir ihn nochmal weiter untersuchen und mal schauen, wie das mit der Nase noch genau ausschaut. 19.30 Uhr. Dieser amerikanische Tourist hat etwas zu tief ins Glas geschaut und ist gestürzt. Wie viel Bier haben Sie getrunken? Sechs? Sechs Maß? Ich bringe Sie in unseren Behandlungsraum. Kommen Sie bitte mit. Die sechs Maß bringen Bill ordentlich ins Schwanken. So, ich habe hier den Bill. Ja, Bill hat sechs Maß getrunken, sagt er. Dafür steht er noch ziemlich gut, finde ich. Er hat zwei Cuts, die gehören tatsächlich genäht. Die Frage ist sogar, ob man sich nicht überlegt, ob man ihm ein CT, weil er ist schon ordentlich drauf und ich denke, groß entscheiden momentan kann er es nicht. Don't worry, keine Sorge, es ist nicht so teuer wie in den USA. Okay, it's not like in the States, yeah? Okay. Im Vergleich zu den USA sind wir günstig. Okay. Das war's. That's it. Bills Behandlung übernehmen die Mediziner anschließend vor Ort. Tagesfazit? 123 Einsätze für die Tragestaffeln, 299 behandelte Wiesenbesucher.